Hier, komm mal hier, Theo. Guck mal hier, ich hab hier noch was. Hier, komm mal hier rauf. Hier, komm mal hier rauf. Hallo, komm mal hier rauf. Ja, komm mal hier. Komm, ich mach ein bisschen die Schale kaputt. Komm her, komm, komm. Hey, Theo, komm mal gucken hier. Ja, hallo Freunde, ihr seid heute mal dabei. Heute kriegt Theo was zu essen. Theo, der Theo. Hallo, hier oben bin ich. Hallo, hier oben bin ich. Ja, hier ist noch ein. Komm mal hier bei Papa. Nee, nicht den Daumen. Komm her. Komm, Theo, komm her. Ei. Aha. So. Das ist ein Tick kleiner. Das müsstest du auf einen Happen runterkriegen. Wie weggehen. Das will er jetzt nicht zeigen. Komm, zeig mal, was du schlucken kannst. Komm, heb den Kopf mal hoch. Ich hab dem Ei eigentlich schon so einen kleinen Dutch gegeben. Also. Theo will natürlich das ganze Ei essen, samt Schale. Das hat den großen Vorteil, da diesen ganzen Kalk, der eben die Eierschale ist, den braucht er eben für seinen Körperbau, für die Knochen, für die harten Schuppen. Das ist also ganz wichtig. Oh, das Ei hat jetzt aber ein paar Risse. Ja, jetzt nimm es ganz im Mund, jetzt kannst du es schlucken. Ja, ach, nee, knapp vorbei. Und jetzt wird das rohe Ei wieder ausgeleckt. Aber ich habe das früher auch so gemacht mit den rohen Eiern. Ich habe also die Schale immer so aufgeklopft, irgendwo, wenn ich bei Opa war. Dann haben wir hier oben so ein kleines Loch reingekrabbert, so wie jetzt hier, so. Unten haben wir dann natürlich auch aufgemacht, um da auch ein kleines Loch, das Gegenloch zu machen, damit man kein Vakuum zieht. Und dann haben wir das immer als kleine Kinder, haben wir das immer so am Mund gesetzt und dann gesaugt. So. Hier leer. Guck rein, leer. Das ganze Ei. Das ist lecker. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Das Einzige, was mich mit Theo unterscheidet, die Eierschale. Die habe ich noch nie gegessen. Aber ich habe ja auch nicht so Schuppen, dass ich das für meine Schuppen brauche. Also die Schuppen, da habe ich einen Shampoo gegen. Da kriege ich die auch mit weg, denn so Schuppen wie der brauche ich ja wirklich. Ja, da hat der unser Theo, der ist ja nun mal eben wie so ein Varan. Super stark, super kräftig. Also die Kraft hat er auch wie diese Killer-Warane, die also jetzt nicht, er frisst ja auch gerne Gemüse als Theo. Natürlich auch mal ein bisschen Fleisch, aber nicht in den Mengen. Ah, da kommt er schon wieder, aber das Ei ist leer, jetzt gibt es nur Eierschalen. Nur wenn wir jetzt sehen, was der für eine Kraft in dem Kiefer hat, also ein erwachsener Theo hat fast eine Kraft von einer Tonne Beißkraft. Wobei ein Ei durch seine Form sehr, sehr hart ist. Das kann man nicht so einfach zerdrücken, aber er knackt es dann doch und frisst dann auch die Schale, schlägt das Ei aus, fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen veräppelt, das nicht. Wenn wir. Aber das Ei hatte ich ja auch gegessen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe gerade über die Beißkraft gesprochen. So mit dem Finger dazwischen ist vielleicht schwer ungünstig. Ich hatte ja vor kurzem einen Film gedreht, wo ich einen Varan auf dem Arm hatte und der mich gekratzt hat. Also Krallen können wir hier natürlich im Bodengrund nicht so gut sehen. Die hat er ja immer im Boden drin. Aber so scharfe Krallen, messerscharfe Krallen hat er auch. Also ihn jetzt so auf den Arm nehmen. Theo ist ja nur so halbzahm, der kennt das nicht, dass wir den auf den Arm nehmen. Würde ich jetzt mal nicht so machen. Ich denke mal, in dem Augenblick, wo ich ihn auch nehmen würde und hochnehmen würde zum Streicheln, dann wird er ziemlich böse beißen. Und bei dem Maul habe ich also wirklich keinen Bock daran, dass der mich jetzt hier backt und so beißt. Das heißt also, heute mal mit ein bisschen Abstand. Das ist natürlich eine Echse. Die ist schon schnell, der ist jetzt auch aufgeladen, als ich gerade kam, lache unter der Wärmelampe. Ist natürlich ganz wichtig, so ein Tier braucht tagsüber mal richtig Sonnenwärme, am besten ganz nah ran. Und wenn der ganz nah an der Wärme liegt, dann liegt er unter der Sonne und hat 40, 45 Grad Temperatur auf der Haut. Und das ist, der Körper heizt auf diese Temperatur auf. Und das ist natürlich wie so ein Akku, der aufgeladen wird. Und dann ist er warm, dann ist er fit, dann ist er voll Energie. Dann sieht man, die liegen in der Sonne, womöglich strecken die sich so und wollen dann die ganze Wärme aufnehmen, so viel wie geht. Und dann meint man, da liegt ja in der Sonne und pennt. Nee, seid mal vorsichtig. Also bei so einem Varan sollte man nicht in der Sonne liegen und pennen.
ich könnte da mal eines Tages eine Geschichte erzählen, wo ich von Waranen gejagt worden bin. Wie schnell diese ruhigen, gemütlichen Tiere, die ich da in der Sonne getroffen habe, wie schnell die auf einen Schlag wurden. Ja, also das ist schon unheimlich, wie schnell die werden können. Da hat man also dann Todesangst. Die Geschichte habe ich übrigens in meinem Buch geschrieben. Geschichten aus Mörders Welt. Könnt ihr bei uns bestellen. Ist ein super spannendes Buch. Da habe ich also Geschichten erzählt, die ich bisher noch nicht verfilmt habe. Aber es lohnt sich bestimmt. Da sind noch ganz viele andere Geschichten drin, die ich erzählt habe. Der Rooster ist aus meiner Jugend. Das kann ich nicht nachstellen. Dann müsste ich mich mal verjüngen lassen in der OP. Da weiß ich nicht, ob wir das so hinkriegen. Uah. Der ist aber auch stark. Ist das ein spannendes Tier? Sowas zu Hause. Ich wollte sowas immer in meinem Büro haben. So, aber nicht Deos. Ich hatte so mehr an Großwarane gedacht. So 2 Meter groß hatte ich gedacht, da lege ich so 3 Stück in mein Büro. Mein Büro kennt ihr ja. Weil das Finanzamt macht immer seine Betriebsprüfung in meinem Büro. Und da habe ich gedacht, die melden sich ja meist dafür an. Und dann können die in meinem Büro eben die Betriebsprüfung machen. Und wenn die nicht so positiv für mich ausgeht, dann mache ich meinen die Klappen los am letzten Besprechungstag. Und dann hätten wir das Problem auch gelöst. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Ja, jetzt sieht er die Heuschrecke nicht auf seinen Schwanz. Da wäre ein Restrisiko, wenn er da mit Schwung reinbeißt. Aber mit dem Schwanz, ah, da hat er gesehen. Ja, hätte er sich genannt. So, jetzt gehen wir mal nach dem Killer, aber den füttere ich mal nicht so aus Hand. Obwohl der noch klein ist. Ah, was war das denn? Na, er bewegt sich alles. Kommt er nicht wieder raus? Hallo, komm mal her. Hoppala. Oh, hast du dich erschreckt? Habt ihr gesehen, wie schnell der zubeißt? Der hat null Hemmung. Das Ei ist also jetzt nicht von Ostern grün gefärbt, sondern das ist von unserem Grünleger. Und der beißt sofort zu. Also da können wir jetzt nicht solche Aufnahmen machen wie gerade, wo ich dem, sag ich mal, das Ei aus Hand gebe. Der steht nämlich viel mehr auf Fleisch als auf Ei. Und wenn ich dem Ei hinhalte, dann haben wir also schon probiert. Der schlägt so blitzschnell zu, wie er das gerade gemacht hat, neben dem Ei vorbei in der Hand. Und beim letzten Mal haben wir nicht gefilmt. Als wir das gemacht hatten, hatte ich Gott sei Dank einen dicken Handschuh an. Das Ei ist weg. Das war Handelsklasse A. Aber hallo. Ja, jetzt kann man gerade schön das eine Bein sehen, wie das so über den Teich runterhängt. Da sind natürlich Krallen dran, messerscharf. Also da möchte ich nicht so richtig mit begegnen. Wir haben ja den einen Film, den wir beim Kollege damals gedreht haben, wo ich füttern war, wo der mir mal kurz einen Cut, ohne sich anzustrengen, und mal kurz meine Nase aufgemacht hat. Und hier dieser Nilwaran ist noch viel schneller. Der schlitzt mir nicht nur die Nase auf. Ich glaube, der schlitzt alles auf, was er kriegen kann. Ja, siehst du das Ei nicht im Wasser? Siehst du das Ei nicht im Wasser? Ich kann dir da noch eins hinwerfen und sonst hole ich auch dir mal noch ein paar Einchen. Da. Unter Wasser muss man ein bisschen ziehen. Aber das kriegt er hin. Ja, das Ei rollt weg. Der muss sich schon mal ein bisschen anstrengen. Fixieren. Ja, du bist ja nicht wasserscheu, ne? Hier, komm mal her. Guck mal, was ich hab. Ah, selbst für so einen kleinen Heuschreck bemüht er sich. Also die Finger halte ich da heute mal nicht hin. Ich zeige ihm die ganze Dose. Ja. Nee, er ist auch nicht. Ah, er peitscht schon. Ich halte mal ein bisschen Abstand. Das ist ihm nicht so angenehm, dass ich da bin. Er frisst also lieber alleine.
Er guckt so ein bisschen wenig begeistert, dass ich hier. Ja, hat jetzt mal die Korkrinde einen abgekriegt. Ja, besser die als ich. Ich glaube, ich mache lieber die Tür zu. Ich muss ja für den nächsten Film auch noch komplett anwesend sein. Und so wie er guckt, hat er Appetit auf mich. Als er noch klein war, war er ein bisschen zahmer, ein bisschen friedlicher, aber jetzt ist er so im halbstarken Alter. Er wird ja immerhin locker 3 Meter groß. Dann sollte er aus diesen Allüren raus sein und mit dem Schwanz schlagen. Denn dann gibt es schwere Verletzungen und wenn er dann weiß, ja, dann wird man ihn nicht mehr los. Dann wird man einfach mal Varanenfrühstück oder so. Aber dazu mache ich vielleicht mal ein paar Jahre einen Film Norbert als Varanenfrühstück. Das war ja auch mal spannend, ne? Wollt ihr das? Schreibt unten drunter. Soll ich vorher noch abnehmen oder soll er mich mit dickem Bauch essen? Aber mit dickem Bauch ist, glaube ich, ungesund. Ne? Ich nehme noch ein bisschen ab und dann. Oh, das bin ich aus der Dose eingeholt. Da hat er sich hier mal eben dran geschlichen, wo ich mich mit euch unterhalte. Der Schlawiner, der. In der Luft gefangen. Ja, Hammer. Ja, wenn der fliegende Norbert dann in ein paar Jahren mal vorbeikommt, weil ich ja dann so dünn bin, dann fängt er mich auch aus der Luft. Also so ein Binnenwaran, der wird locker 2, 2,5 Meter groß und dann frisst er auch jeden Straßenhund, der in der Natur über den Weg läuft. Kleine Kinder ist er auch lebensgefährlich für. Erwachsene Menschen, ja eigentlich bleibt er immer ein bisschen scheu, die greift er nicht an. Aber wenn er provoziert wird, dann schon. Und ich glaube, der Mensch ist in jedem Fall, wenn er unbewaffnet ist, der Verlierer. Ja, aber das ist genau die Sorte Warane, vor denen ich mal weggelaufen bin, wo ich in meinem Buch von geschrieben habe. Und da waren also welche, die waren wirklich doppelt so groß, doppelt so schwer, die hinter uns hergerannt sind, weil die fühlten sich in Enge gedrängt. Wir sind ja gleich mit 10 Mann auf die losgestürmt und wollten davon kleine fangen und hatten die großen nicht gesehen. Da sind wir wirklich um unser Leben gerannt. Aber ihr kauft euch ja alle mein Buch, könnt ihr bei uns im Shop bestellen und dann wisst ihr, wie ich Todesangst hatte. Tolle Geschichte, tolles Buch, müsst ihr einfach lesen. Haben schon viele gelesen, fast alle haben gesagt, war gut. Und der Rest, der nicht gesagt hat, war gut, die haben geschrieben, war sehr gut. Also eine Geschichte, die sich lohnt zum Lesen. Wir sehen uns.